So, wieder hallo Leute, willkommen zu mal einer weiteren neuen Ausgabe zu Nitro Nation. Ja, wir sind mal zurück hier wieder auf dem iPhone und das hat einen ganz besonderen Grund. Nämlich haben die Jungs und Mädels von Creative Mobile mir ein sehr, sehr exklusives Auto in die Garage gestellt und den schauen wir uns sofort einfach mal an, ohne große Umschweife, nämlich den neuen Honda Civic Type R. Ja, das Fahrzeug kommt erst nächste Woche überhaupt ins Spiel rein. Wir dürfen heute aber in diesem Video schon mal einen kleinen Blick auf das Fahrzeug werfen, was wir so dran machen können und auch natürlich ein paar Rennen damit fahren, weil dafür sind die Autos ja schließlich hier da. Und da bedanke ich mich erstmal natürlich, so exklusiv einen Blick reinwerfen zu dürfen. Das Coole ist natürlich, so im Zusammenhang mit diesem Fahrzeug hatte ich ja vor einiger Zeit, durfte ich auch, weil Creative Mobile mich dazu auch eingeladen hat, bei Honda auf dem Lausitzring zusammen mit dem Kumpel den neuen Type A, also genau diesen Boliden hier, testfahren, einmal Probefahren über die Rennstrecke, was ein unglaublich geiles Erlebnis war. Für mich ist auch das erste Mal selber auf einer Rennstrecke überhaupt fahren und dann wirklich direkt mit einem schönen 23 PS Hatchback, der wirklich gut voranging und wirklich eine Menge Spaß gemacht hat. Und jetzt haben wir ihn hier schon in-game, was natürlich ein sehr, sehr geiler Übergang ist. Ich kann euch nebenbei das Honda-Video auch immer noch empfehlen. Schaut da gerne mal rein, das war schon mehr als geil. So, wir machen die Karre mal ganz kurz an und dann würde ich sagen, gehen wir mal gleich ins Tuning rein und schauen mal, was können wir denn bei dem Kollegen machen. Gibt es auch noch nicht in vielen Spielen. Ich weiß gar nicht, ist der überhaupt groß in AAA-Games noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob er in Mobile-Games schon drin ist. Das Ding ist ja jetzt gerade auch erst frisch rausgekommen. Dementsprechend, ist er natürlich noch nicht so lange für die Spiele verfügbar. Ja, der klang jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Hallo? Nehmen wir Gas nicht an. Okay, daneben geben wir keinen Gas. Aber er hat kurz aufgehört. So, wir gucken mal ganz kurz, was können wir denn bei dem machen. Wir wollen natürlich auch ein bisschen mal upgraden. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt bei dem schon was individualisieren kann. Da kann auch gut sein, dass es noch gelockt ist. Karosseriesets gibt es für den noch nicht. Schade. Ich denke mal, da werden aber auch noch welche kommen. Die kommen ja für die meisten Magen noch nachträglich immer rein. Wir gehen mal kurz durch die Serienfarben drin. Weil ich finde halt, muss ich sagen, der hat halt einige sehr geile Farben. Natürlich das Weiß ist typisch, so typische Civic Type A Farbe. Das ist so typisch seit dem ersten Civic Type A aus den 90ern, ist das so das typische Honda Weiß. Nebenbei haben wir ja auch noch die Performance-Version vom Type A hier im Spiel. Das sieht man, erkennt man nämlich an den roten Leisten, an dem Karosserie-Kit. Die hat an sich keine Performance-Vorteile, die hat hier und da nur ein bisschen ausstattungstechnischen Unterschied. Die sieht aber nochmal geiler aus, die hatten wir da auch zum Probefahren. Da gibt's nochmal kleinen Tick, sieht es nochmal geiler aus. Dann gibt es natürlich das Rot. Gefällt mir jetzt nicht so, weil dann die Akzente so ein bisschen flöten gehen. Blau, okay. Aber farblich halt auch noch gefunden. Also meine Hauptlieblingsfarben sind halt Weiß, das Schwarz und natürlich das Grau. Aber das Grau ist halt, nachdem Audi halt Nardo Grau geholt hat und dann jeder Hersteller jetzt gerade mit Grau hinterher schießt. Also du kriegst ja jedes Auto in dieser Farbe mittlerweile. Die Farbe ist ja immer noch geil, aber halt hart ausgelutscht. Und aus dem Grund, wir werden Classic Civic Weiß fahren. Ne? Das ist einfach, finde ich, die klassische Farbe für dieses Fahrzeug. So, ist gut, dass wir jetzt trotzdem was im Warenkorb haben, wo wir eigentlich nichts geändert haben. Speziallack, wir können die Karre natürlich auch trotzdem natürlich frei umlackieren, wie wir Bock drauf haben. Wir können aber kurz gucken, wie sieht denn ein Civic Type A mit einer Carbonhaube auf? Wäre das was man machen könnte, oder gucken wir mal ganz kurz. Ja, könnte man machen, ne? Aber wo es mir nicht ganz so zusagt, weil der Übergang halt von den Kotflügeln und sowas nicht ganz so geil aussieht. Warte mal, das lassen wir mal weg. Carbonhaube machen wir mal nicht. Machen wir wieder mal normal. Wir machen vielleicht mal den Spoiler-Carbon. Das könnte ganz cool kommen vielleicht. Gucken wir mal, ob der in Carbon cool aussieht. Ja gut, das könnte man in Carbon machen, ne? Ich glaube, den Spoiler in Carbon, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Doch, das finde ich schick. Das sticht nochmal schön hervor. Das machen wir auf jeden Fall. So, Decals. Ja, da kommt natürlich nur das einzig wahre Decal kommt hier drauf. Da packen wir eins drauf, das reicht auch. Schöne Frauen. Nein, ich meine, wir packen natürlich hier, was anderes als das hier kann man auf so ein Auto gar nicht draufpacken. Man muss ja auch Geschmack haben. Das ist ja ganz wichtig. Geschmack ist wichtig. Und deswegen packen wir das mal hier so drauf. Ja? Dann muss ja auch jeder direkt sehen, so, oh, das ist der LPN. Obwohl, ich werde den mal Online-Rails ausprobieren. Ich bin mal gespannt, ob ich Online-Rails überhaupt fahren darf, weil, wie gesagt, die Karre ist halt noch nicht im Game. Ich weiß nicht, ob das Spiel mir sagt, ey, das machen wir aber noch nicht hier. Finger weg. Ich werde es probieren. Ich werde Leute spoilern, indem ich sie in Online-Rennen mit einem Civic Type A herausfordere, der noch gar nicht im Spiel ist. Und also, say what? Ja, das wird voll geil. Machen wir mal so. Ich glaube, machen wir mal so. Wir können es auch noch spiegeln, machen wir aber nicht, weil wir die andere Seite vom Auto eh nicht sehen. Deswegen ist mir das immer meist relativ latte. So, schönstes Logo der Welt ist drauf. Neben dem Zero No Five Logo, das ist auch ziemlich geil. Das könnt ihr auch unten in der Videobeschreibung schreiben. Ich meine, gucken wir mal, was nehmen wir denn mal? RH Alurad, ja, von denen fahre ich ja im Moment meine Felgen auf dem Audi. Ja, das sind keine original Porsche Felgen. Das ist erstmal nicht eintragbar, das ist das erste Problem und teuer. Also teurer. Gibt es die Werte? RH Turbo haben wir nicht hier, oder? Ne, ich glaube, die RH Turbo haben wir nicht hier drin.
Von denen sagt mir auch keins. Die Originalfängen, ich muss sagen, die Originalfängen sind auch gar nicht mal so hässlich. Die sind echt gar nicht mal so schlecht. Tech Speed Wheels wäre natürlich auch eine geile Idee. Aber auch ein bisschen was Schickes eigentlich. Mal gucken hier, die vielleicht. Die könnte man theoretisch machen. Die auch. Obwohl das so ein Civic Cup A muss halt wirklich schon, es muss halt knallhart Sport sein eigentlich. Ne? Du kannst da eigentlich nichts irgendwie Unsportliches draufballern, weil das Ding dir einfach mit dem Bodykit schon suggeriert. Ich bin sportlich, fahr mich verdammt nochmal so. Irgendwie kommt das hier noch nicht so. Irgendwie kommt da noch nicht so der richtige. Ich glaube, wir nehmen auf jeden Fall Tech-Van, weil die gefallen mir irgendwie am besten. Gold vielleicht? Ne, Gold passt halt so gar nicht. Gold passt halt so null. Komm, nehmen wir die mal. Ich guck gerade mal, wie sieht das denn aus? Ja, die sind halt nicht konkav genug, ne? Die sind halt nicht konkav genug. Ich muss bei Felgen, müssen bei mir halt immer meist ein bisschen konkav oder eben Tiefbett haben, weil ich bin halt echt so ein Petischist von, wenn Felgen so ein bisschen reingehen. Muss ich einfach mal sagen. Und die sind mir alle ein bisschen zu platt. Nicht, dass ich die Felgen schick filmen finde. Ich finde die sogar vom Design relativ geil, alle. Weil die haben echt schöne Felgen mittlerweile im Sortiment. Sowas könnte man machen. Gehen die vielleicht? Gucken wir mal. Die gehen. Na, irgendwie. Bumst mich das jetzt hier nicht. Ja, das muss einfach mal ohne Fragen kommen. Einfach so. Bam, Junge. Aber das tut's nicht. Bin sehr enttäuscht. Die gehen alle nicht weit genug rein. Das ist nicht schön so. Nehmen wir hier die schwarzen. Komm, nehmen wir die. Die sind sportlich genug. Das passt. Packen wir die mal drauf. So, haben wir alles eingekauft. Einmal bitte vom Shopping zurück. Hallo. Schön. Einmal kaufen. Bam. Okay, kann ich das nicht kaufen? Habe ich trotzdem gekauft? Ich habe gerade einen Error bekommen, aber habe ich es jetzt gekauft oder nicht? Nee, anscheinend kann ich jetzt gerade nicht tun. Das könnte sein, dass er noch nicht tunbar ist. Also, beziehungsweise, dass ich es noch nicht darf. Wir probieren es einmal kurz mit dem Logo. Weil das hätte ich zumindest gerne drauf. Kann leider es immer noch nicht geht, weil die Karre halt noch nicht im Spiel drin ist. Deswegen sagt der Client, naja, eigentlich machen wir bitte noch nicht. Weil soll ja noch keiner sehen. Warte, guck mal. Dein Projekt wurde geladen. Ach. Ich kann es halt nur nicht kaufen, ne? Nee. Der hat's gespeichert, aber ich kann es nicht laden. Warte, wir gehen mal kurz in meinen Einkaufswagen. Weil hier mal kurz gucken, ob ich, wenn ich irgendwas entferne, außer das Logo vielleicht, ob es dann geht. Weil das kann, wie gesagt, kann sein, dass es, weil das Ding noch nicht im Spiel drin sein sollte, dass da noch ein paar Fehler gibt, weil es ja auf den Server zusammengreift. Und kann sein, dass das noch nicht geht dann. So, machen wir das auch mal weg. Okay, nee, geht auf jeden Fall im Moment noch gar nichts. Okay, schade. Natürlich, wenn die Karre draußen ist, könnt ihr den individualisieren. Wie sonst auch immer. So, wir gehen einfach mal auf Multiplayer. Ich will mal gucken, ob er mich lässt. Das wäre lustig. Online-Rennen Einsatz finde ich eine gute Idee. Komm, mit 170 machen wir mal. Sind wir gespannt, ob es überhaupt geht. Oder ob der Client auch sagt, das geht nicht. Ey, ich möchte nicht wissen, was die Gegner jetzt denken. Ah, schön. Ja, geil. Ja, gucken wir mal. Fahren wir mal schön mit dem Type R. Ja? Auf einer Schneepiste. Nee, das ist ein Salzsee, ne? Ich wollte schon sagen, Schneepiste wäre ein bisschen geisteskrank, ne? Ja, sieht schon geil aus, der Type R, ne? Obwohl, die Felgen hat er jetzt geladen, ne? Nee, hat er nicht. Nee, hat er nicht. Die Serie geht beim Type R noch nicht so viel. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Obwohl, wir holen gerade gut auf. Guck hier. Der W35Z versägt, Junge. Bam. Machen wir auch mal einen schönen Smiley. Guck hier. Dass du ja im Multiplayer hast, ja die Smileys, die du da einsetzen kannst. Ich finde die nicht so geil, muss ich sagen. Ich würde die eigentlich nicht nutzen dieses Mal. Aber jetzt mussten wir ihn gerade einfach mal ausbuhen, weil. Guck hier. Wie wir ziehen. 240. Das Ding geht weiter nach vorne, Junge. Und bam. Type R, Rennen gefahren, Sieg. Der wird auch irgendwas verkackt haben im 350, weil der ging ja am Start so gut. Ich habe den Start halt versemmelt. Am Start ging da noch nicht so viel. Du gewinnst. Und also, wo hatte dieses Auto her? Barolla. Ich meine, ja. Komm, nächstes Rennen. Wir hauen direkt mal raus hier. Komm, einfach mal Leute mobben mit dem Auto, was sie nicht fahren können. Das ist ja Privilegien prahlen, so ist das. Richtig schön angeben mit Sachen, die anderen Leute nicht bekommen. Und diese YouTuber. Schlimm, ey. Ich habe nicht mal drum gebettelt. Der Stefan von Nine2Nation kam und so, ey, wir haben hier Zugriff hier, hast du, kannst du gucken, ob du den Account hast, spielen wir damit. Ich so, oh ja, okay. Ich würde gerne erhöhen, aber. Mitgehen, komm. Da geht mehr. So, machen wir. Ach, Werbung gibt's ja sogar schon im Spiel.
Werbung ist schon im Spiel drin. Ja, aber man kann ihn noch nicht kaufen. Ha. Das ist ja noch fieser eigentlich. Ey, wir haben den Wagen hier. Guck mal her. Und der fährt ihn schon. Und du nicht. Ja, sorry. Ich bin gerade echt hier letzter Arsch, ey. Ich bin voll verkackt. Komm, sieh! Let the VTEC kick in, yo! Gut, wir haben ja Turbo und VTEC. Wir haben einen Turbo-VTEC. Komm schon! Ja, jetzt haben wir ihn, go hier. Da kann der Wankel nix. Komm schon! Wird ganz schön eng, Alter. Komm! Mein Nachbar denkt mich gerade auch so, was macht der da drüben? Die Frage ist, bedenken. Oh, er hat sich nicht gefreut. Siegesserie, du hast 35 Rennen in Folge gewonnen. Nicht, dass ich wüsste, aber habe ich anscheinend. Bam, Junge. Ja, gibt gut Cash hier. Gibt gut Cash. Komm, nächstes Rennen. Einen machen wir nochmal. Dann wir werden die Karre heute auch einfach mal voll upgraden. Ich hoffe, das geht. Wie gesagt, es kann auch sein, dass das auch nicht geht. Müssen wir gleich mal gucken. So volles Upgrade wäre auch ganz geil. Ja, ist alles nicht meine Gegnertypen, bitte. Wenn die Autos bitte nicht kommen könnten, das wäre super geil. Ich glaube, das Spiel hat gesagt, nee, macht keinen Sinn, die Karre ist zu schnell, machen wir nicht. Oh, super, oh, das wird ein böses Duell jetzt. Ich will erhöhen. Okay, wir dürfen nicht erhöhen, okay, schade. Na gut. Okay, Subaru ist böse, okay. Er hat Allrad. Ja, davon denken. Guten Start haben wir schon mal, er hat aber Allrad, wie gesagt. Und ich habe überdreht. Der hat gerade eine Sonnenbrillen-Smiley gemacht. Wenn ich ihn aufhole, kannst du schon mal von rechnen, dass ich den voll damit roasten werde. Ach, guck mal, was da kommt. Ja, guck mal, was da kommt, der VTEC-Junge. Ja, jetzt bist du geroastet. Komm schon. Bitte, wir müssen ihn roasten. Alles andere wäre peinlich jetzt. Komm schon. Ich glaube, wir kriegen aufs Maul. Oder? Komm, ich will den Smiley nutzen. Komm. Das wird eng. Jetzt ist der richtige Moment für den Smiley-Junge. Dann ziehen wir den ab. Mit dem Smiley oben drauf. Boah, sind wir badass. Das war jetzt noch fieser, weil am Anfang hat er sich sicher gefühlt und dann hinten rum, dann so BAM! Rein! Ja? Hat nicht mehr gerechnet. Ich bin das Arschloch, ja, ich weiß. So. Da kommt ein Rennen noch. Ich bin gerade so im Rausch hier. So, ein Rennen noch und dann graden wir die Karre einfach mal voll ab. Ich bin mal gespannt, also wenn es geht. Machen wir die Karre voll auf Endstufe, weil mir hat mal ein bisschen Gold gegeben. Dementsprechend kann ich eskalieren, wie ich Bock drauf habe. Wird jetzt öfters gesagt, bitte nicht immer die Fahrkarren voll aufbauen, aber. Ich mach's trotzdem. So. Ist das selber nochmal? Komm, erhöhen. Trau dich. Ja, komm, mitgehen. Ich weiß, ich gewinne das. Wenn ich muss gut starten. Also, wenn ich nicht grün schaffe, dann gewinne ich's nicht. Na, gucken wir mal. Perfekt geschaltet war schon mal sehr gut. Perfekt geschaltet. Komm, setz mal den Smiley schon mal ein. So ein bisschen Selbstsicherheit üben. Nein, ich hab nicht geschaltet. Kacke. Okay, das war jetzt extrem dumm. Der ging gange, ich hab gedrückt und es passierte nichts. Jetzt ist der Smiley relativ gut angebracht, glaube ich. Ich hätte das gewinnen können. Hab's dann halt verkackt. Weil ich nicht geschaltet habe. Das war dumm. Naja, Hochmut kommt vor dem Fall, ne? Wie heißt das schöne Sprichwort? Ich hätte doch so einen dummen Smiley von ihm gewartet. Also ich hätte einen gegeben, so als Gegenzug. Scheiße. So, wir gehen mal in die Lobby, weil wir wollen upgraden. Wir wollen mal gucken. Ah, was können wir aus dem Type erstmal rauskitzeln? Wo habe ich jetzt hingeklickt? Da. So, aufrüsten. Genau, so. Ich finde es ja cool, dass es immer mit dem Gyrosinn noch am Handy macht, aber da ich das Handy manchmal nicht in der Hand habe, ist es komisch. So. Ich habe gesagt, Eskalation, Junge. Bam. Ja, machen wir. Scheiß drauf, rein damit. Wie gesagt, wir bauen heute voll auf. Ja, rein damit. Wir gucken, auf welche Klasse wir mit dem Ding kommen. Ich bin mal gespannt. So, da haben wir schon mal alles fertig. Dann gehen wir weiter. Nitro, heute wird eskaliert. Civic Type R Vollaufbau. Wir haben ein bisschen Cash bekommen, ne? 104.000, die können wir ja mal ein bisschen auf den Kopf kloppen. Da brauche ich nicht mal Gold für, also für das meiste nicht. So, Nitro haben wir auch voll.
Hatten wir vorher gar nicht. Das brauchen wir nicht. Ich kann nicht tun. Ich bin dumm dafür. Ich bin dumm dafür. Der Satzbau hat auch exakt das bestätigt. So, Reifenbreite. Reifenhöhe. Reifenmischung. Nicht, dass ich meine, dass wir gerade bei der Karre ein bisschen eskalieren. Aber hey! Kann man mal machen, finde ich. Wenn einem der Entwickler Spielzeug gibt, dann spielt man damit. Wenn der Entwickler sagt, das lässt man die Finger davon. Ich bin wie ein Kleinkind, man kann mir nicht sagen, was ich tue. Und damit haben sich gerade alle kommenden Sponsor-Deals, Product Placements auf meinem Kanal erledigt, weil die Leute das Video gesehen haben und gedacht haben, okay, mit dem arbeite ich zusammen, mit der Einstellung wird das ja nix. So, einbauen. Sehr gut, so, haben wir das auch? Weiter geht's, Motor. Rein damit hier, so. Ein paar Motorteile haben wir ja, deswegen können wir die einbauen. Jetzt brauchen wir, glaube ich, gleich schon Gold. Ja, hier brauchen wir schon Gold, weil wir nicht genug Teile mehr haben. Ist mir aber egal. Gold, so, bam. So. Gab's gerade einen kurzen Cut, weil irgendeine App mich gerade eingeblendet hat. Also eine Text-App. Und ja, muss man nicht alles sehen. So. Hoffe, ich habe es drauf vergessen. Ich vergesse rauszuschneiden, aber ich kenne mich ja also dementsprechend schon. So, alles reingebaut hier. Bam, bam, bam. Wir haben nicht genug Motoraufrüstungsteile. Die kriegen wir ja für Siege und sowas. Aber wir machen das einfach mal so. So, wir fangen gerade mit 351 kW und 612 Newtonmeter an der Vorderachse. Das klingt nach einem guten Plan. Das sollte man auf jeden Fall so machen. Ja, rein damit. Ja, rein. Das heißt, wir kaufen. Ah, da gibt es noch weitere Sachen. Ah, nee, kann ich die Sachen einfach nur kaufen, okay. So, einmal rein. Oh, ein bisschen Drehmoment haben wir gleich. So, fertig haben wir jetzt. 359 kW, oder? Ja, 359 kW, 623 Newtonmeter. Ah, hier gibt es auch andere Teile, ne, die noch mehr machen. Krass, das bringt ja noch mehr. Egal, lass mal die Teile mal weg. Brauchen wir nicht. Wir machen erstmal so weit, wie wir die Teile, die wir haben. Das reicht auch so weit. Ja, haben wir genug Power im Type-R, würde ich behaupten. Und, ja, ich würde sagen, obwohl, gibt es den Markt? Was kann man da kaufen? Da gibt es doch bessere Teile. Ui, Kompressor. 23,8 kW, 15 Newtonmeter. Kaufen. Ja. Auch kaufen. Auch. Ich baller das ganze Gold jetzt raus. Scheiß drauf. Plus 1000. Das nehmen wir auch. Ja, ich habe keinen Lagerplatz mehr. Egal. Gut, bauen wir das doch kurz ein. Das können wir noch kurz Teile. Keine Teile sein, die wir einbauen wollen, weil die sind cool. Motoraufladung haben wir nämlich noch. Kompressor einbauen. Bam. Jetzt haben wir ein bisschen Bums. Jetzt haben wir einen anderen Kompressor eingebaut. Der andere war ja nicht so stark. Dementsprechend Motorsteuerung einbauen. Bam. Da gibt es immer noch bessere Teile von. Das ist natürlich geil. 370 kW, 641 Newtonmeter. Ich würde sagen, mit der Leistung können wir erstmal fahren. Oder? Ne, bei Nitro hatten wir noch was. Bei Nitro hatten wir noch was. Ja. Da machen wir mal noch ein bisschen hier, mal ein bisschen Konzentration beim Aufbau eines Fahrzeugs, wenn ich bitten darf. Guck mal hier. Bam. Die Karre wird auf jeden Fall, denke ich mal, nicht so schlecht vorangehen. Das werden wir jetzt nochmal ausprobieren. Multiplayer. Ja. Online-Rennen mit Einsatz. Und ja, ich bin mal gespannt, was wir jetzt für Gegner bekommen, weil wir haben jetzt ein bisschen Leistung anliegen. Und natürlich wird das Spiel dann. Ich bin ja gespannt. Wir sind beide noch C. Ich bin immer noch C-Kategorie, aber ich habe halt gut Bums drunter jetzt, ne? Komm, setz mal, komm, trau dich. Okay, schade. Ich bin mal gespannt, ob jetzt wirklich mehr abgeht. Überhaupt die Karre jetzt gedrosselt ist für die Kategorie. Gucken wir mal. Nitro auf jeden Fall. Und wir schießen Feuer. Wenn wir Feuer schießen, ist das schon ein gutes Zeichen. Alter, geht das Ding jetzt voran, ne? Möchte betonen, boah, wir waren 240 unser Topspeed, ne? Wir sind gerade noch dabei. Oh, ich müsste die Getriebeübersetzung ändern, dann ging ja noch mehr. Komm, schaffe 300! Komm! Aber 297 Rennwende begrenzt, das gibt's ja nicht! Fast hätten wir 300 geschafft! Ja, hat schon mal ein bisschen was gebracht, die Kiste, ne? Bringt schon mal einfach 60 km mehr. Alter, ging das voran. Einfach neuer Rekord. 5,8 Sekunden waren wir nochmal schneller als vorher. Alter, haben wir zerstört. Heieiei.
Boah, war das geil. Das war jetzt sehr geil. Ja, komm, noch ein Rennen. Weil die Gegner rechnen halt in der C-Kategorie nicht halt, dass ein Type R da voll aufgebaut, die komplett aus dem Leben bumst. Ja, komm, Einsatz, hier, mehr. Obwohl, ich will erhöhen. Ich hätte erhöhen müssen. Shit, ich wollte erhöhen. Ah, hab ich nicht. Erhöht er? Okay, 400. Okay. Ich habe das Problem, wenn ich jetzt auch einen Gegner habe, der mit der Einstellung rangeht, wie ich komme, baue mir die Karre einfach voll auf Anschlag, dann habe ich halt ein Problem, ne? Dann bumst der mich. Auf Gegner warten. Na, da ist er doch, sehr gut. Also wenn mein Wagen so Feuer schießt, würde ich schon eigentlich mir Gedanken machen, was der Type R da als Motorblock drunter hat. Überdreht, egal. Alter, geht das Ding voran, das ist ja widerlich. Guck dir das mal an. Komm, lass mal die Kohlen raushängen. Das hat überhaupt nichts mit Skill zu tun, was wir tun, sondern wir haben einfach einen Type R voll auf Anschlag gebaut. Aber hey, ist ja egal. Bam, 298 diesmal sogar. Aber wir müssen die richtige Getriebebesetzung müssten wir eigentlich ändern, weil ich gerne die 300 knacken würde. Wisst ihr was, wir gehen auch gleich in die Lobby. Das müssen wir einstellen. Ich will, dass die Getriebebesetzung so haben. Das muss sein. Wir müssen 300 knacken. Das muss doch theoretisch machbar sein. Warte mal, gehen wir hier in Garage. Aufrüsten. Dann gehen wir hier unten links auf Tunen. Und die Übersetzung vom letzten Gang. Die machen wir ein bisschen länger. Und gucken mal, ob da jetzt 300 drin sind. Theoretisch hätte ich die anderen Gänge, glaube ich, anders übersetzen müssen nochmal. Aber wir probieren es jetzt einfach mal so. Ob das so... Nein, Turnier wollte ich nicht. Ja, bla bla bla. Nein, ich wollte ein Online-Rennen mit Einsatz. Ich wollte wieder Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. So. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir zumindest 300 knacken. Ich denke, der Feuerengänge müsste ich auch anpassen, weil er braucht halt, bis er auf 300 ist am Ende. Mit ein bisschen anderer Übersetzung wird dann, denke ich, noch mehr gehen. Also bis jetzt dürfte er nicht im 300 im Begrenzer hängen, aber bei 298. Das ist die Sache. Oh, und er hat gesagt, ja, ich würde gerne erhöhen. Mitgehen. Na ja, komm hier. Bin mir nicht um mein Geld zu schade. Das ist nicht mein Geld. Oh, jetzt haben wir auf einer richtigen Dragstrecke gewesen. Mal geil. Das ist geil. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Dann wollen wir mal. Guter Start, nicht gut. Was war. Alter, was war das für. Shit, was für eine Meile. Was war das denn für ein kurzer Renntrack? Gut, dass ich jetzt auf Topspeed gebaut habe und wir keinen Topspeed. Ich will nicht. Ich will eine Meile fahren. Was war das denn jetzt? Jetzt werde ich abgezogen. Online mit Einsatz. Karriere. Training, genau. Ich will mal gucken, was wir in Topspeed schaffen. Ich will keine Viertelmeile fahren. Ich will mehr fahren. Clubrennen. Ja, fahren wir Viertelmeile. Was sind wir gerade Viertelmeile? Wir sind mehr als Viertelmeile gefahren. Das war jetzt gerade Viertelmeile. Ne? Viertelmeile ist kacke für unsere Karre, ist mir aufgefallen. Wir sind gerade noch weniger als Viertelmeile. Doch, es kann Viertelmeile was wird's gewesen sein, ja. Aber ich will mehr fahren. Ich will mehr als eine Viertelmeile, weil ich gerne gucken will, was wir in Topspeed rauskriegen. Das ist mir die Sache. Ich will gerne gucken, was wir in Topspeed rausbekommen könnten. Darum geht's mir gerade. Komm, ich will mal ein richtiges. Ich will mal. Gucken wir mal, ob wir jetzt nochmal ein Meile-Event bekommen. Vielleicht wäre ganz geil. Probieren wir nochmal. Weil ich hätte gerne die Meile nochmal, weil das war geil. Ich will gucken, ob ich 300 knacken, ey. Will ich ja jetzt schon, ja, aber ich will's halt gerne auch sehen, das halt tun. Nicht nur wissen. Oh, ich habe sogar jetzt Gold gesetzt. Man kann sogar Gold setzen? Ja, geil, mit Echtgeld. Oh, er ist mitgegangen. Ah, fahren wir jetzt im Echtgeld hier, Junge. Fuck, Viertelmeile. Mann, ich will meine lange Strecke wieder haben. Für das ist jetzt meine Karre nicht optimiert. Ich werde am Arsch sein. Der bumst mich jetzt hart von hinten. Der leckt auch gar nicht hart. Wow, die Rennen sind super. Die Länge ist top für die Geschwindigkeit, die wir hier drauf kriegen. Ich hätte jetzt gerne eine längere Strecke wieder. Mann, was ist das denn? Ich will jetzt... Mann, okay, dann nicht. Dann gibt's halt heute keine Viertelmeile mehr. Aber wir haben schon mal gesehen, die Karre geht auf jeden Fall echt nicht verkehrt vom Fleck. Da geht schon mal richtig was. Und ja, wie gesagt, am nächsten Woche könnt ihr euch die auch
könnt ihr euch den Type R auch hier im Spiel holen. Und ich bedanke mich nochmal bei Nitro Nation und bei Creative Mobile, dass ich den hier schon mal testen durfte. Geile Kiste auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, wenn es dafür Bodykits dann gibt, was man da so rauszaubern kann. Aber dann wäre ich raus, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne da oben da und wir sehen uns in der kommenden Folge wieder. Bis dann. Tschüss.